Und herzlich willkommen zu Thief mit dem alten Mann. Von den Schlaftabletten, der jetzt hier vielleicht gleich ganz tief fallen wird. Das Geronimo! Als nächstes. Wo kann ich denn jetzt hier hin? Ich kann hier noch höher. Da hinten hin? Nee. Er springt hier runter. Ich kann hier nirgendwo hin. Kann ich jetzt? Ich gehe wieder hoch. Bei allen toten Göttern! Was denn? Schnell, Gerrit, schraub um dein Leben und rein da. Rein, 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 rein. Oh. Oh, wer bist du? Ah, hier geht's weiter. Was bist du? Eine Kerze oder was bist du? Ah. Kann ich hier runter? Kann ich hier irgendwo hoch? Wartet mal. Nein, hier kann ich spähen. Runter. Nein, das Klappern habt ihr sicherlich gehört. Ich habe einfach mal versucht, ob er hier hochklettert. Das tut er aber nicht. Die Gerüchte. Ach, guck mal, wo ich bin. Das ist ja sehr gut. Ich habe die einfach so umgangen. Oh, ich bin stolz auf mir. Ja, ich möchte ins Südviertel. Ich möchte endlich wieder zu Basso. Hinweis, manche Oberflächen wie Teppiche dämpfen die Schrittgeräusche. Das wissen wir doch und die stand da nicht. Ladebildschirm. Alte Wassermühle. Da war Erins Versteck drin. Und mach es weg. Da soll ich natürlich hin. Waren wir nicht auch schon mal gewesen? Irgendwann in diesem Spiel? Hier deucht so. Ja, ist gut. Hier kann man nichts kurbeln. Hier waren wir schon. Wenn mir jetzt hier Wachen entgegenkommen, bin ich angeschissen. Ich könnte das Licht ausmachen. Ich werde krank. Natürlich, hier waren wir schon. Hier ist ein Raum mit einer Falle. Da ist die Falle, pass auf. Da ist die Falle. Sie sagen, Eisen bricht nicht. Aber das ist falsch. Hier ist ja alles wieder zu. Habt ihr mir wieder was reingelegt? Das wäre nett. Nee. Das hört sich nach Schwermut an. Aber guck mal hier. Hier war ich noch nicht. Weil ich die Schere nicht hatte. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Ich gehe mal hier weiter. 39,40. Oh, das sieht nicht gut aus. Da oben war ich doch bestimmt auch schon drin. Na klar, der Deckel ist doch noch auf.
müssen unten weiter lang. Mach ich mal speichern. 37 Meter noch. Na klar, das kennen wir doch hier. Da hat er es auch wieder. Irgendwas da. Ist anders an dir. Moment, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skin Market. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Glückspilz. Ich stehe schon 2 Monate auf ihrer Warteliste. Bei mir waren's 5 und sie ist es wert. Ein Seemann hat erzählt, dass Polly dieses Parfüm aus dem Ausland importiert. Ihr Zimmer in Skin Market riecht wie ein exotischer Garten. Ist vermutlich das Vermögen wert, das sie zahlt, wenn sowas wie du rein darf. Wie kann er sich jetzt mit ihm noch unterhalten eigentlich? Eigentlich hätte ich den da wegräumen können, aber ist jetzt auch egal. Bloß wenn da einer kommt, bin ich dran. Ich brauche was zu trinken. Bloß wo kann ich die Leiche vernünftig verstecken? Nirgendwo. Ach, ich brauche da, ich verschwende da jetzt keine Zeit dran. Kümmern wir uns um den jungen Mann hier. Oh. Eine Eintopfküche. Sind hier noch unten welche? Ja, da laufen die Wachen. Wir müssen da rüber. Da geht's weiter. Hier waren wir schon. Hier war ich schon drin. Ich halte E. Komm, komm, Gerrit, komm! Ah. Ja, die Weisheit kennen wir auch schon. Und das Hintergrundbild auch. Das ist die Wassermühle. Immer noch. Da war er ins Versteck. So, raus hier. Ja, 71, das ist ganz schön weit, wo ich hin muss, ne? Da müssen wir erstmal hier reingucken. Irgendwas zum Trösten finden. Komm, 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 komm. Hier waren wir auch schon drin. Scheiße. Scheißendreck. Hier war nur dreckiges Geschirr. Kann mich erinnern. Also wieder raus. Ja, man müsste irgendwie, das hatte ich schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge gesagt, irgendwo wie ein Kreuz machen können, am Fenster oder so, damit man weiß, hier war man schon, da braucht man nicht mehr. War ich hier auch schon? Oder fehlt hier auch bloß das Kreuz? Ja, hat es immer noch gerade mit Polly Adler gemacht. Na toll, na toll, na toll, na toll. Komm! Kommt mir auch so bekannt vor. Ja, hier waren wir auch drin. Kann mich erinnern, kann mich erinnern. Leider zu spät. So, jetzt aber. Genug Zeit verschwendet. Mach es auf, wir wollen hier wieder raus. Hier stinkt es. Oder so. Ja, die Texte wären nicht besser. Da hinten gehe ich jetzt nicht mehr hin. Der hat eine Fackel. Das ist der Fackelmann. Der hat die Fackel an. Hier war ich bestimmt auch schon drin. 4. Da könnte ich weiter. 4. Speichern. Hier zum Beispiel. Ja, hier wollte ich doch mal einen beklauen. Das hat sie doch gesehen. Da hat sie doch rumgemuckt. Da kann ich mich aber noch gut dran erinnern. Da ist der Fackelmann. Da stehen noch mehr. Jetzt müssen wir da hinten hin. Ah, so. Hat da was geblitzt? Geblinkt? Hier haben wir doch schon gelootet. Hier kann nichts mehr sein. Oh. War ich hier drin, ne? Sorry.
Ich bin nun mal ein Dieb. Und ein Dieb muss das tun. Komm, mach auf. Ja. Sorry, hier war ich schon drin. Das sehe ich an diesem Bild da an der Wand, was man da eben sehen konnte. Das hat es. Musik? Warum? Bücken. So. Wir müssen hier irgendwo runter. Ich gehe mal hier lang. Ach so, ich könnte ja meine Karte einschalten. Oh, das sieht wieder nicht so gut aus. Ich weiß ja auch nicht genau, wer hier Freund und Feind ist. Da hinten müssen wir hin. Das sieht sehr gut aus. Ist hier noch irgendwas Schönes für mich? Nee. Ein Schild. Weil das ein Denkmal ist. Ja, richtig geraten. Das nehme ich mit. 6 von 16. Oh, da fehlen mir ja noch genug. Da geht er. Dann mal rein hier. Ja, wir wollen in die Taverne. Vielleicht gibt es da auch einen Händler. Oh. Der sieht nicht gut aus. Du siehst fast wie ein Mensch aus, Besser. Wer das überlebt, was hier serviert wird, der überlebt alles. Wie geht's der Hand? Verletzt. Wie dein Stolz, nehme ich an. Dieser Mistkerl muss kriegen, was er verdient hat. Du musst was für mich tun. Oh. Hast du dein Boot noch? Du solltest dir hier ein Zimmer nehmen. Such dir ein Mädchen und geh mit dir ins Bett, bis alles vorbei ist. Ich muss Nachforschungen anstellen. Ich habe etwas für euch. Es geht um Aaron. Das ist ein Jahrmarkt ohne Attraktionen. Ich muss rüber zur Heilanstalt von Moira. Sag Bescheid, wenn's losgehen soll. Ich bin da. Was ist ein Jahrmarkt ohne Attraktionen? Hier sind Händler. Das ist der eine Händler. Zu ihm möchte ich. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Gut. Bogenschussstärke. Erhöht den Fallschaden. Wir haben 800, das reicht nicht. Schlösserknackenqualität. Ich glaube, ich mache das hier. Schlagstockschaden, mehr steht hier auch nicht. Schade eigentlich. Hätte man noch so ein bisschen drehen können oder so. Nein, nun habe ich nicht mehr viel. Jetzt gucke ich mal noch bei den Pfeilen. Breitkopfpfeile Bestand 7. Ach so, da kann ich jetzt ja mehr nehmen. Sägezahnpfeil, was ist das denn? Bietet erhöhten Schaden und Durchschlagskraft. 45 Gold. Feuerpfeil 18, Explosionspfeil 126 Gold, Wasserpfeile. Die sind nützlich. Stumpfer Pfeil. Habe ich voll, Nahrung habe ich auch voll. Stumpfer Pfeil. Ein Gold. Das reicht. Seilpfeil. Oh ja. Kaufe ich mal. Kaufe ich jetzt voll und dann ist gut. So, das reicht. Bleibt in den Schatten. Jo. Was kann ich hier machen? Mal gucken, was soll ich denn jetzt machen? Ziele, erreiche das Boot. Was ist das? Erreiche das Boot.
übelsten Sorte. Muss ich da ihn anklicken oder wie soll ich das verstehen? Was bedeutet das denn? Ich bin verwirrt, ein wenig. Ich speichere mal. Ups. Und dann gehen wir mal raus, weil wir sind ja hier draußen. Eigentlich, ja, da ist auch eine Zielmarkierung. Oder hat Basso noch Nebenaufgaben für uns? Ich weiß es wirklich nicht. Ja, hier geht's dann weiter. Wartet mal, ich gehe noch mal rein und ich habe ja gespeichert. Ich frage ihn einfach mal. Ich kann ja dann neu laden, hoffe ich. Inständig. Oder ich mache mir jetzt einen definierten Speicherstand. Das geht ja auch. Das mache ich ja immer beim Beenden. Wartet mal, ich stelle mich mal bei ihm hin. Weil ich habe das nicht so ganz verstanden, wie das gemeint war. Escape. Spiel speichern. Und dann machen wir hier mal einen definierten Speicherpunkt. Das mache ich immer, wenn ich das Spiel beendet habe. Dann speichere ich hier nochmal richtig. Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Ah, siehst du, das meinte ich doch. Die besten Verträge der Stadt. Pinselstrich des Wahnsinns. Vor einiger Zeit wurde ein Maler in der Heilanstalt von Meurer eingeliefert. Vorher war er gesund, danach so irre wie ein verwundeter Burik. Er hat angefangen, seine Albträume zu malen. Zu dir, Garrett. Und sich dann aber umgebracht. Und jetzt sind seine Gemälde richtig viel wert. Ich weiß, wo eines davon sich befindet. Hol es, damit wir seine... Ja, das machen wir. Den hätte ich auch genommen. Stick Willy, goldene Uhr. Ich mache jetzt mal. Viel Glück, Garrett. Du schaffst das, kein Problem. So, jetzt habe ich hier drei angenommen. Wartet mal, jetzt gehe ich mal schauen. Sei vorsichtig. Da. Verfügbar, innere Schönheit. Ach, super. Draußen, Garrett. Ist vielleicht für euch nicht so schön, so aber... So oft habe ich dich lang nicht gesehen. Der verschwundene Dichter. Beschaffe die Teile des letzten Werkes. Das wird sich lohnen. Du schaffst das, kein Problem. Den hätte ich auch genommen. Das wird sich lohnen. Du magst es schwierig, was? Ich nehme die erstmal alle an und dann kann ich die ja nach und nach... Du magst es schwierig, was? Hi, Köder. Lass dich nicht erwischen. Du schaffst das, kein Problem. Aha. Ich wusste, das gefällt dir. Seht her. Du schaffst das, kein Problem. Triff Hector in der Werkstatt. Du magst es schwierig, was? Ich wusste, das so, gefällt dir. 16 Aufträge. Geil. Weil... Sei vorsichtig. Kaution gibt's hier nicht. Denke mal, wir müssen auch gewappnet sein. Um Ziele. Triff Vittorio im Neben... Da sind wir doch jetzt gerade. Warte mal, ich hab das jetzt nicht ausgewählt. Nein. Mann, Ziele. Jahrmarkterlös verfolgen. Okay. Jetzt machen wir Jahrmarktös. Jahrmarktös. Oha. Den haben wir ausgewählt. Jetzt sehen wir hier die ganzen Aufträge auf der Karte. Gut. Ja, möchte ich. Helf dir eine. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich nicht hätte drinnen bleiben können. Ja, dann haben wir jetzt ein bisschen mit Nebenaufgaben zu tun. Aber wat mut, dat mut. Och, sag bloß, der ist hier drin. Hier ist das Hauptziel. Och, ich bin blöd. Nee, 8. Ach, der ist oben. Oben irgendwo. Hier ist das mit dem Boot. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Weil, wenn ich jetzt die ganzen Nebenaufträge mache, bekomme ich ja sicherlich Geld und Punkte und Sachen und Dinge, die ich gut gebrauchen kann. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich doch wieder in der Taverne, bloß woanders. Ach, da ist er doch, der Hühnerschrecker. Oh, werter Sir? Ja? Könnte dir mir wohl helfen. Ich bin der große Vittori, Kurator von Kuriositäten, Wächter von Wundern. Jeder kennt die Vittoris vom weit entfernten Illyria. Ich kannte jemanden aus Illyria. Der klang ganz anders. Was? Euer... Akzent verrutscht. Mist. Aber das ist Pferdehaar aus Illyria. Für die Show. Darbietung, Sirrah. Darbietung ist alles. Ihr solltet das wissen. Seht euch doch an. Na? Na? Der Name Besto zählt hier so viel wie Gold. Ah. Ich hörte, ihr benötigt Hilfe. Ach, furchtbare Zeiten. Erst beschlagnahmt die Wache mein Schiff, dann schleichen Diebe an Bord und stehlen meine besten Attraktionen. Unbezahlbar, Sirrah. Also eine neue Nummer?
Nein, ich... Das heißt, Moment! Jetzt, wo ihr sagt, ihr werdet durchaus interessant. Die Damen mögen Leder. Das war keine Bewerbung. Ach so. Nun, dann könntet ihr meine Existenzgrundlage wiederherstellen. Was sagt ihr? Seid ein Kerl! Das Erste, das mir fehlt, ist ein sprechender Schädel, der weissagen kann. Eine bemerkenswerte Kuriosität. Sagt mir, Freund, wollt ihr die Zukunft wissen? Lasst mich raten. Ich finde den Schädel und bekomme viel Geld. Ha, sehr gut, Sira. Der Schädel selbst wäre beeindruckt. Viel ist vielleicht etwas übertrieben. Angemessen trifft es besser. Stehlt ihn den Schurken, die ihn mir gestohlen haben. Ausgleichende Gerechtigkeit. Annehmen. Oh, Sir! Ihr seid ein wahrer Ehrenmann und Gelehrter. Ein Streiter für das Schaugeschäft. Ja, ist gut. Wo versteigert jemand ohne Moral einen kriminell erworbenen Weissagungsschädel? Das ist einfach. Auf dem Schwarzmarkt. Erledigt. Durchsuche den Black Market nach dem gestohlenen... nach dem gestohlenen Schädel. Ja. Okay. Ich werde dann mal gleich hier die Folge beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.